Kennt ihr Leute, die wirklich immer so rumlaufen? Ich weiß ja, selbst mit so einem krassen Pump laufe ich nicht so rum, ja? Was geht ab, meine Freunde? Da sind wir wieder. Auf jeden Fall habe ich mich die letzten Tage sehr, sehr gut zerstört wieder. Ich merke das auf jeden Fall. Oh, dass das wirklich die letzten Tage wieder wirklich sehr viel war. Ich glaube, morgen mache ich mal wirklich einen Rest-Day. Einfach mal entspannen. Aber das sage ich so oft und dann kommt es trotzdem nicht dazu. Ist auch ein Phänomen. Dass man sich schlecht fühlt, wenn man Rest-Day macht. Kennt ihr das? Sollen jetzt hier angeblich 85 Kilo sein, aber das fühlt sich überhaupt nicht an wie 85 Kilo in dieser Maschine. Also denkt nicht, ich wäre gestört oder so, dass ich hier direkt mit 85 Kilo anfange, also Warm-up. Weil es fühlt sich wirklich nicht schwer an hier. Was machen wir denn heute? Gehen wir mal zu der Latzugmaschine. Fangen wir mal mit 100 an und gucken, was passiert. Ja, das war schon mal nicht schlecht. Ach, das Training gestern war auf jeden Fall wieder mal so richtig Panel. Obwohl, solange man sich nicht verletzt, warum nicht? Ich muss auf jeden Fall heute noch den Beinbeuger bearbeiten. Die Waden nehmen wir wahrscheinlich auch nochmal mit. Ich hoffe, das wird nicht wieder so ein Psychotag, ja, wo ich wieder übertreibe. Aber warten wir es mal ab. Langsam geführt, ausführt und in dem harten Punkt noch mal kurz stehen bleibt. Boah, das ist so mega anstrengend. Schnell irgendwelche weghauen, das geht immer. Aber kontrolliert, das ist wirklich anstrengend. Ich sage auch immer, du musst die Gewichte manchmal so behandeln wie so ein Baby, was du runterlässt. Das lässt du auch nicht einfach fallen. Das hältst du vorsichtig und lässt es behutsam runter. Und manchmal muss man auch mit Gewichten so trainieren. Schon verrückt, das Split. Erstmal schön den Rücken trainieren und dann an den Beinbeuger. Thank you.
zu dem Baden. Puh. Der Nacht. Boah. Mache ich noch eine Rückenübung oder lasse ich es gut sein für heute? Komm, machen wir noch eine Rückenübung und dann sollte es wirklich gut sein wieder für heute. Dreimal dürft ihr raten, welche Übung ich zuletzt wieder mache. Natürlich die Pulldown-Maschine. Uff, ich habe mich heute wieder gut auseinandergenommen, obwohl wir es echt leger gehalten haben für unsere Verhältnisse. Ja, aber es ist immer wieder dieser Kampf gegen den eigenen inneren Schweinehund. Man hat keinen Bock zu trainieren, dann geht man zum Gym, dann trainiert man, dann bekommt man Lust und nach dem Training fühlt man sich einfach gut. Und glaub mir, das ist sogar bei mir jedes Mal so. Vor allen Dingen, wenn es um Beine trainieren geht. Komm, ziehen wir noch einmal durch. 3-4 Sätze, schön kontrolliert. Natürlich wieder Full Stack. Hier sind wir komplett geführt. Da kann gar nicht viel schief gehen. Und ich greife auch immer hier oben, damit man einfach nochmal einen besseren Stretch in den Lat bekommt. So, viel gequatscht wieder. Jetzt legen wir einfach los. 4 Sätze. Uff. Ich habe jetzt so oft schon die Übung gemacht mit dem Full Stack. Ich habe aber, glaube ich, noch nie gezeigt, was das überhaupt ist. Das sind 105 Kilo. Also ist auch nicht die Welt. Aber glaub mir, das ist auch nicht ohne, wenn du das kontrolliert machst. So, wie gesagt, noch 3 Sätze. Und dann soll es gut sein für heute. Wieder gut weggeschossen. Komm, ziehen wir uns mal den Pump rein.